Ich habe so das Gefühl, wenn man mal vergleicht, was die Sexindustrie alles für Männer zu bieten hat, ist es einfach enorm viel mehr, als was es für Frauen gibt. Ich bin Rachel. Und dieses Missverhältnis zeigt sich vor allem bei meiner Recherche zur Pornoindustrie. 3/4 der Konsumenten sind Männer. Hat das Einfluss auf das Angebot? Und wie werden Frauen in diesen Filmen dargestellt? Ja, als Mann kann man sich Sex irgendwie fast jederzeit kaufen. Als Frau ist das ein bisschen schwieriger, oder? Fürs ganze Wochenende knapp 2000 Euro. Ich bin Philipp und treffe einen anderen Philipp. Er ist sogenannter Man-Escort. Frauen können ihn für gewisse Stunden buchen. Aber wie groß ist hier die Nachfrage? Ist das anders als bei Männern? Haben Frauen vielleicht einfach weniger Lust? Ich habe sehr viel Lust. Oder sagen Frauen einfach viel weniger, was sie wollen und brauchen, als Männer es tun? Das Geschäft mit den Sextoys scheint überwiegend auf die weiblichen Bedürfnisse ausgerichtet zu sein. Doch wer kauft hier ein? Wir gehen den Fragen nach, unter anderem, wie groß ist eigentlich das Geschäft mit dem Sex in Deutschland und gibt es ein Geschlecht, auf welches das Business zugeschnitten ist. Meine Freundinnen kommen gleich vorbei, die habe ich nämlich eingeladen und wir gucken heute Pornos. Ich will für unseren Film herausfinden, wie Frauen auf die Rolle von Frauen in Pornos blicken. Und wir wollen gucken, was uns als Frauen in einem Porno eigentlich gefällt. Seit Corona boomt das Pornogeschäft. In Deutschland werden auf den 3 beliebtesten Pornoseiten im Netz täglich über 37 Millionen Videos angeklickt. Jedes vierte von einer Frau. Mal Zeit, sich mit den Inhalten zu beschäftigen. Ja, schön, dass ihr da seid. Und so mutig seid. Also, ihr seid bestimmt schon gespannt. Der erste Film, den wir uns anschauen, ist einer der meistgeklickten Amateurpornos einer großen Plattform im Internet. Mal schauen, was uns erwartet. So geht das jetzt los direkt. Also, das ist eine typische 69. Ne? Eine Frau, 2 Männer. Oh, das geht weiter. Jetzt weiß man doch ganz genau, sie wird am nächsten Tag auf jeden Fall einen krassen Pilz oder irgendeine Krankheit haben. Also keine Ahnung, es geht doch nicht darum, dass das da irgendwem gefällt, außer dass er irgendwie... Ja, ich würde jetzt schon sagen, dass es bestimmt Frauen gibt, denen das auch gefällt. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es so... Also gibt es auf jeden Fall. Ja, kann sein, dass es die gibt. Ich stehe nicht dazu. Sie blutet, oder? Wow. Sah so aus auf jeden Fall kurz. Und warum ist dein Penis so hässlich? Ja. Boah, gleich reißt der den Schließmuskel. Psch. Ja, die ist auch fertig. Guck mal, die kann nicht mehr so, die ist fertig. Alles ist mit so leid. Du siehst ja auch nie richtig ihr Gesicht. Sie wird zu 2 Löchern. Geil. Das war's. Nee, das war's. 8 Minuten. Mhm. Crazy. Okay, mir ist echt schlecht, ne? Ohne Spaß. Kippe? Ich will jetzt eine Zigarettenpause machen. Mich irritiert nur, wenn man mal durchsetzt, bei einem Großteil ist die Darstellung von Sexualität so, dass die Frau scheißegal ist. So. Und das war jetzt wirklich der Gipfel, weil sie hatte Schmerzen. Geht mir halt so ein bisschen darum, was so als das normale Bild von Sexualität dargestellt wird. Aber wird in Pornos wirklich das normale Bild von Sexualität dargestellt? Also ich meine, du guckst dir ja keinen Porno an, um dann nochmal das zu erleben, was du zu Hause auch hast. Mir geht es um Fantasie und Lust. Ich bin mal gespannt, was der nächste Film davon bietet. Sie hat sich gar nicht ausgezogen, sie ist direkt nackt. Ein sogenannter Frauenporno. Woran könnte ich jetzt erkennen, dass das ein Frauen- und kein Männerporno ist? Das verstehe ich auch nicht. Also ich meine, wenn ich ein Porno gucke, will ich mich auch mit der Frau identifizieren. Ja. Aber die Frau finde ich auch nicht geil. Nee. Ja. Absolut nicht, muss ich sagen. Es ist schon mehr ein Miteinander wie in den Frauen. Ja, ist das genau. Der meistgeklickte Frauenporno eigentlich? Oder der zweitmeistgeklickte? Echt? Ja. Also da frage ich mich, mit was sich manche Leute echt zufrieden geben. Trotzdem ist auch die Kameraführung die ganze Zeit so, dass man die Frau so richtig gut sieht. Man will auch mal gerne seinen Rücken und seinen Oberkörper sehen, auf jeden Fall. Und sie bejubelt ihn ja auch die ganze Zeit so. Ja, ich würde eher sagen so, ey, was will sie denn? Ja, sondern, dass sie ihn vielleicht auch mal packt und sagt, so mein Freund, ich habe Geburtstag. So, ja. Oh nee, und ihr Geburtstag ins Gesicht gespritzt, doch nicht ganz mal. Wie glücklich sie aussieht. Ah ja, oh ja, bitte. Es ist ein Frauenporno und sie ist gar nicht gekommen. Richtig. Miau. Ja, genau. Okay. Gut. Okay, es hat sich nichts geregt. Guck mal, 9 von 10 Pornos, ja, wird am Anfang geleckt, dann gibt's hartes Gerammel und dann wird ihr ins Gesicht gespritzt. Warum? Also ich muss sagen, ich fand den einen Porno echt heftig.
Die Frau war nur das Lustobjekt für den Mann. Es ging überhaupt nicht um sie. Das ist stellvertretend für eine Vielzahl von Pornos. Und dabei wird immer so ein ganz merkwürdiges Bild von Sexualität vermittelt. Das fanden auch meine Freundinnen. In 2 Tagen bin ich live bei einem Pornodreh dabei. Dann frage ich die Frau einfach mal, ob das normal ist, dass Frauen in Pornos so dargestellt werden und warum das so ist. Ja, sie hier gilt so ein bisschen als eine der Vorreiterinnen im Bereich Aufklärung, Lust, weibliche Lust. Das ist Beate Use und die hat unglaublich vielen Frauen und Männern geholfen, mal über das Thema Sexualität zu sprechen. Ganz nebenbei hat sie auch noch ein Multimillionen, damals noch D-Mark-Unternehmen geführt. Und vor knapp 20 Jahren ist Beate Use dann verstorben und danach ist das Unternehmen ja leider so ein bisschen in die Krise gerutscht. Die Presse schrieb dann damals, das lag auch ein bisschen daran, dass der Onlinehandel zu spät aufgebaut wurde und das Unternehmen auch das Schmuddel-Image nie ganz abgelegt hat. Wir sind heute in Berlin bei einem Unternehmen, was das Thema Sextoys ein bisschen aus der Schmuddelecke geholt hat in den letzten Jahren. Was deren Ziele waren und sind, wie groß eigentlich der Markt ist und was sie noch so vorhaben in den nächsten Jahren und vielleicht auch welche Zielgruppe die haben, das klären wir heute und ich würde sagen, keine Zeit verlieren, wir gehen einfach mal rein. Hi. Hallo, hallo. Ich treffe mich heute mit Lina. Seit ein paar Jahren arbeitet sie für die Firma Amorelli, sowohl im Marketing als auch für den Podcast. Bunt, frech, modern, so hatte ich die Plattform vor ein paar Jahren im Netz und in Fernsehspots das erste Mal wahrgenommen. Ein massiver Unterschied zu den meist altbackenen Sexshops in Bahnhofsnähe. Wir haben mit Amorelli damals einen Ort im Prinzip kreiert, wo einfach Frauen und Paare in einem sehr schönen und lifestyleigen Umfeld einfach Sextoys einkaufen können. Im Internet? Ganz genau. Super zugänglich, ist auch sehr anonym. Und damals sind wir auch so angefangen, da hätte man gar nicht gedacht, dass wir Sextoys verkaufen. Also eigentlich sah das eher aus wie so ein Parfümshop. Ja. Hattet ihr eine sehr weibliche Zielgruppe? War das mal im Anfangsstadium so? Ja, das kann man schon sagen. Also vor allen Dingen, weil die Sextoys auch sehr aus so einer männerdominierenden Perspektive entwickelt wurden. Ja? Also wenn man sich jetzt mal heute die Sextoys anguckt, dann sind die eigentlich eher so lifestyleig und irgendwie so, ja, fast schon so wie Kunstobjekte. Gibt es irgendwie etwas, worauf du jetzt irgendwie in den letzten Jahren besonders stolz bist? Also wir sind sehr stolz, dass wir sehr viele nachgewiesenermaßen Paare tatsächlich inspiriert haben, über ihr Sexleben zu sprechen. Vor allen Dingen Frauen sind da immer noch mal so ein bisschen schambehafteter. Das liegt einfach daran, dass wir entsprechend nicht aufgeklärt wurden. Also dass man zum Beispiel auch gar nicht in der Schule gelernt hat, was ist denn überhaupt weibliche Lust? Ja, also ich kann mich zum Beispiel, wenn ich an meine Aufklärung denke, überhaupt nicht daran erinnern, dass das überhaupt ein Thema war. Ich merke, Diversität und die Enttabuisierung der Lust für alle Geschlechter sind Lina und dem Unternehmen sehr wichtig. Aber lässt sich mit dieser Strategie auch Geld verdienen? Es gibt ja ganz viele Anbieter. Seid ihr da irgendwie Spitzenreiter oder seid ihr noch das kleine Start-up? Wo seid ihr da? Wo seht ihr euch da? So pauschal können wir das gar nicht beantworten. Also wir sind natürlich die Besten und die Coolsten und die Muss-Premium. Klar, auf jeden Fall. Muss sie ja sagen. Aber später im Film kriegen wir noch eine genauere Einordnung. Tom ist Produktdesigner. Wie kommt man darauf, wie wird man Produktdesigner von einem Dildo? Ich habe eine Jobanzeige gesehen und dann dachte ich mir so, Sextoys, auf jeden Fall mal bewerben. Und dann bin ich reingerutscht. Du musst dich ja immer auch in andere Geschlechter hineinversetzen. Ja. Also du musst ja, wie machst du das? Klar, sich reinzuversetzen ist natürlich schwierig. Es ist immer ganz viel Interpretation, ganz viel Kreativität. Ich bin Mann und kann natürlich für einen Mann urteilen, aber auch nur für mich persönlich. Das heißt nicht, dass ich für alle Männer sprechen kann. Ja. Wir müssen testen, egal ob ich für Mann oder für Frauen werfe. Für welches Geschlecht machst du am meisten Toys? Frauen. Frauen. Ja. Der Mann nimmt seine Hand, fertig, aus. Männer sind einfach, Frauen, ich will jetzt nicht sagen kompliziert, aber sie denken einfach ein bisschen mehr nach und es ist halt eine Kopfsache. Und ich glaube, deshalb ist die Frau dem Sextoy auch offener gegenüber als Männer. Wie gesellschaftsfähig, würdest du sagen, sind Sextoys inzwischen? Die Generation, die jetzt ranwächst und auch mit dem Thema und mit der Offenheit des Themas, ja, umgeht und aufwächst, wird natürlich auch irgendwann älter und zieht die nächste Generation mit. Insofern die Selbstverständlichkeit wächst. Wir sind auf einem sehr guten Weg. So, jetzt bin ich mal gespannt. Man schaut ja nicht so oft fremden Menschen beim Sex zu. Ich kenne die ja auch gar nicht. Hallo!
Ich überspiele meine Nervosität und lerne als erstes Bodo kennen. Er ist Pornodarsteller. Schön sieht's aus. Die Kletten. Dass die Haare nicht ganz so wuschelig sind. Melina ist 24 und macht seit über 4 Jahren Pornos. Sie dreht immer mit ihrem Mann. Der steht aber hinter der Kamera. Von da aus wird er geschossen. Würde ich sagen, stelle ich mich für den Doggy so hin. So, biete das dann so offen an, ne? Da ins Bild, in die Kameras. Perfekt. Wir haben jetzt ja nicht den besagten Kran oder was weiß ich, ein Zirkuskarussell oder sowas. Okay, gut, verstehe ich. Aber wieso führt er jetzt Regie? Sie bietet die Szene doch auch an. Und wie denkt eigentlich ihr Mann darüber? Was mir eben auch besonders halt den Kick gibt, ist, ich weiß, dass er mir unheimlich gerne beim Sex zuschaut. Ja, also wenn ich Sex mit anderen habe, schaut er unheimlich gerne zu. Und das turnt mich wiederum an. Weil ich weiß, ich bin eigentlich devot, durch und durch. Und ich weiß, meinem Mann gefällt das in dem Moment. Und das turnt mich noch mal umso mehr an. Oh. Als wir angefangen haben, haben wir gesagt, das Einzige, was wir niemals machen wollen in unseren Filmen, ist irgendwas so großartig jetzt faken oder sowas. Also, dass das alles gespielt ist. Sondern einfach unsere Geilheit auch ausleben. Und ob das jetzt Frauen gut finden oder Männer, das habe ich mir eigentlich nie Gedanken drüber gemacht. Sie macht halt ihr Ding. Und ihr Mann auch. Und sie verdienen damit besser als in ihren alten Jobs. Die Art von Porno spricht mich nicht so an. Die Location ist 0815 und es fehlt mir etwas an Leidenschaft und Intensität. Aber ich finde es schon krass, dass die einfach so abschalten können, obwohl Leute drumherum stehen. Glaubst du, du hast mehr Lust als so die Durchschnittsfrau? Ob ich mehr Lust habe, weiß ich nicht. Also ich habe sehr viel Lust. Ich glaube aber auch, dass es viele Frauen gibt, die sich selber einreden, dass sie nicht so viel Lust haben dürfen. Weil von der Gesellschaft her ist das ja, du kriegst das ja als Teenager schon mit, ne? Wenn ein Junge jetzt das 10. Mädel aufgerissen hat, dann ist ja der Held, ne? Und das Mädchen hat schon einmal Sex oder oh Gott, mit dem zweiten Typen auch noch, dann ist das schon die größte Schlampe, die es auf der Welt gibt. Es würden wahrscheinlich viel mehr Frauen auch so gerne so viel Sex haben oder ihre Sexualität so ausleben, nur dass einfach der Kopf dafür gehemmt ist, eben. Ja, so sehe ich das. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass viele Frauen sich zurücknehmen, was ihre Sexualität angeht. Aber ich bin ja hier, um Melina zu fragen, warum Frauen fast immer Männerfantasien in Pornos bedienen müssen. Sie macht das ja schon auch und trotzdem nehme ich ihr total ab, dass sie hier Spaß hat. Irgendwo musst du dich trotzdem fallen lassen, finde ich. Sonst wird der Film auch nicht authentisch. Also wer will was sehen, wo die Frau da nur liegt und der Mann joppelt sich einen ab und alle denken so, yay, toll. Und sie macht vorne, ja, toll, gib's mir. Aber es gibt ja 1000 Sachen dafür. Ja, ich weiß. Aber das ist für mich was für mich zum Beispiel niemals gehen würde. Das ist so ein Film, würde ich nicht verkaufen. Lieber breche ich dann einen Dreh ab und sage, sorry, das funktioniert nicht, das harmoniert nicht, das passt von der Chemie her nicht. Als dass ich dann hinterher so einen Film durchziehe und das irgendwie verkaufe. Und warum meinst du, gibt es dann so viel davon? Keine Ahnung, wirklich nicht. Ich weiß es nicht. Warum? Weil das eine riesige Industrie ist und die kaufkräftigste Gruppe ältere Männer sind. Das haben mir zumindest andere Produzenten bei meiner Recherche erzählt. Diese Produktion hier bedient diesen Markt zwar auch, aber ich finde es gut, wie offen und ehrlich Melina über Sex und ihre Arbeit spricht. Es macht das Ganze aber schon. Das war aufregend. So, wir sind jetzt auf dem Weg nach Bielefeld zu Eis.de. Das ist der wahrscheinlich größte Konkurrent, den Amorelie im deutschsprachigen Raum hat. Und jetzt nach dem Treffen mit Amorelie, da bin ich mir irgendwie so ein bisschen unschlüssig. Wie sieht der Markt eigentlich generell aus? Geht es da wirklich allen nur ums Enttabuisieren oder was ist deren Mission? Haben die überhaupt eine Mission oder geht es da eigentlich nur darum, richtig viel Kohle zu verdienen? Ich treffe Nina, die Pressesprecherin des Big Players aus Ostwestfalen. Wir wollen uns heute mal so ein bisschen angucken, wie groß das alles hier ist. Es ist gigantisch. Sieht ein bisschen aus wie bei IKEA. Passt größer. Hier werden täglich 40.000 Pakete gepackt. Knapp über 22.000 Quadratmeter voller intimer Lifestyle-Produkte. Also es gibt scheinbar einen Markt dafür. Das absolut. Absolut. In Deutschland und Österreich haben wir über 8,5 Millionen Kunden.
da muss ja unglaublich viel Umsatz mit generiert werden. Wenn ihr so viel hier macht, also ihr habt hier super viele Leute, die minütlich irgendwas einpacken. Wir haben hier gerade Laster schon wegfahren sehen. Kannst du mal irgendwie in Zahlen sagen, wie groß ist das Geschäft mit Sextoys, mit Accessoires etc.? Also es ist schon sicherlich eins, das da ist. Konkrete Zahlen darf ich nicht nennen. Wir sind Eigentümer geführt. Das geht so nicht. Es sieht nach Millionen aus. Kannst du mal einen stelligen Betrag nennen ungefähr? Dreistellig, sagen wir es mal so. Dreistellig. Hoch oder tief? Mittelhochtief. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, in dieser Branche spricht man nicht so wirklich über Geld. Also wir waren ja auch bei einem Wettbewerber von euch. Die haben gesagt, es ist ein Millionengeschäft. Warum ist das so? Warum redet man in dieser Branche nicht über Kohle so? Wir müssen das nicht. Okay. Warum sollten wir es dann tun? Da, da. Ich glaube, darum geht es. Ich möchte aber einmal nochmal darum gehen. Dann gehen wir darum. Einfach mal gucken. Nina verrät mir auch, dass Eis.de 4 bis 6 Mal mehr Zugriffe pro Monat hat als andere Wettbewerber. Und zu Corona-Zeiten sei das Geschäft noch mal dramatisch angezogen. Teilweise hatten sich Masturbatoren 3-mal so viel verkauft wie normal. Wer kauft denn bei euch am meisten? Also sind das Frauen oder Männer? Es sind Frauen. 60-65% unserer Kunden sind Frauen. Wir sehen uns im Grundsatz als Pioniere in der Enttabuisierung des ganzen Themas Sinnlichkeit und Sexualität. Aber trotzdem ist das natürlich, ihr seid da natürlich in eine Marktlücke reingestoßen. Ihr wollt natürlich auch damit Geld verdienen, oder? Natürlich. Ja, also natürlich, wir sind ja kein gemeinnütziger Verein. Also die sind da, um Geld zu verdienen. Aber ich habe das Gefühl, dass sowohl Eis.de als auch Amorelie Sextoys gesellschaftsfähiger gemacht haben. Und daher schon einen gewissen Beitrag dazu leisten, dass auch immer mehr Frauen über ihre Wünsche und Fantasien offen sprechen. Neben den Pornos, die man so auf den großen Plattformen findet, hat sich auch so eine alternative Pornoindustrie gebildet, wo die eigentlich darauf achtet, was der Unterschied ist. Erklärt uns Paulita Pappel jetzt im schönen Berlin-Kreuzberg. Die wartet nämlich auch schon auf uns. Und mit ihr gucke ich einen Porno, den sie selber produziert hat. Besser spät als nie. Schön, dass du da bist. Voll schön, dass wir quatschen. Ja. Geht's dir gut? Ja. Dir? Sollen wir rein? Ja. Sehr gut. Paulita ist Feministin und kommt aus einer Szene, die ihre Sexualität frei auslebt. Willkommen ins Kinomovimento. Sie produziert für ihre Website faire Pornos. Die kosten zwar, zeigen aber natürlichen, diversen Sex. Ohne Regieanweisung. Auch Paulita ist mega offen und setzt sich viel mit ihrer Lust auseinander. Und hat einen klaren Anspruch an ihre Filme. Und der Standard ist leider so, dass man wirklich eher so einen sehr männlichen Blick immer darauf wirft. Mhm. Wir machen es so, dass vor allem also die Person im Mittelpunkt, in diesem Fall die Frau, ihr Begehren steht so ein bisschen in erster Linie da. Das heißt, es ist nicht so, viele Männer bedienen sich an einer Frau, sondern es ist eher so, eine Frau wird von vielen Männern bedient. Mhm. Und gleich geht's los. Das spiele ich auch mit. Tatsächlich, habe ich vergessen. Wir machen auch alle mit allem so ein bisschen. Also es hängt von den Konstellationen ab. Aber wir haben auch bei vielen von den Filmen Männer, die auch sich untereinander was miteinander haben. Mhm. Und das schafft eben dieses orgiastische her. Du hast alles so ein bisschen mit allem. Ja. Es geht ja auch darum, so Rollenbeschreibungen irgendwie aufzubrechen, die ja auch tatsächlich, ne, in der Pornoindustrie, ich sag mal in der herkömmlichen Pornoindustrie, auch irgendwie immer echt ähnlich sind. Zum Beispiel, was das Bild von einer eher so zurückhaltenden, schüchternen Frau und so, ne? Beziehungsweise, das ist ein Bild, was in einem Genre von Pornografie üblich ist. Das Ding ist, de facto ist Pornografie viel vielfältiger als alle anderen Mainstream-Medien. Also, wenn du dir Hollywood-Filme anguckst, deutsches Fernsehen oder sonst was, da gibt es sehr reduzierte Rollenbilder, die man hat als Frau oder als Mann. Und ich habe mich persönlich total überhaupt nicht wiedergefunden. Gerade für Menschen, die eben nicht heterosexuell, weiß, jung, dünn sind, sich wiederzufinden, ist total wichtig, um einfach sich mit sich selbst wohlzufühlen und zu wissen, okay, ich bin nicht allein, ich bin normal, wohl, vielleicht mag man nicht normal sein, aber einfach, ich bin okay, ich muss mich nicht schämen. Mich holen die Filme viel mehr ab. Sie sind ästhetisch und ich habe das Gefühl, dass die Lust der Darsteller echt ist. Und die Filme sind nicht zu soft, wie es vor allem Frauenpornos manchmal sind. Oh,
Ich sag mal so, ist jetzt aber schon krass aus Sicht des Mannes. Na gut. Die Perspektive. Gerade hält er die Kamera. So. Danach hält sie auch die Kamera. Also es wechselt sich. Aber es gibt auch bestimmte Sehgewohnheiten, glaube ich, ne, die immer wieder reproduziert werden. Und eben dieses männliche Blickwinkel. Und das wird oft einfach so reproduziert, weil die Leute einfach vielleicht nicht entweder was bedienen wollen, was sie wissen, das funktioniert, das wird verkauft. Das ist ja oft bei jeder Industrie so. Paulita macht keinen Mainstream. Sie will das große Pornogeschäft im Kleinen verändern. Die Menschen müssen ihr Konsum und ihr Verhalten gegenüber Pornografie halt überdenken. Und in dem Moment, wo einfach eben ein ethisches oder mindestens bewusstes Konsum stattfindet, dann wird sich der Markt sowieso ändern. Genauso wie es jetzt mehr Biomärkte gibt. Weißt du, was ich meine? Paulita geht ganz selbstverständlich mit dem Thema Sex um, weil Sexualität jeden betrifft. Das finde ich sehr erfrischend. Ihre Filme sind ein Statement für mehr Offenheit zu den eigenen sexuellen Bedürfnissen. Dabei hat sie vor allem die Wünsche und Fantasien der Frauen im Fokus. Ein weiterer Bereich der Sexindustrie ist, klar, Prostitution. Für Frauen ist der Markt gefühlt deutlich kleiner als für Männer. Bordelle, Straßenstrichs, für den Mann fast immer zugänglich. Trotzdem, es gibt auch einen ähnlichen Zweig für Frauen. Da geht's aber nicht immer nur um Sex, nämlich Escort-Service. Wir sind heute im Essener Süden und treffen Philipp. Philipp ist Man-Escort und was der zu dem ganzen Thema weibliche Lust und vielleicht auch deren Tabuisierung in dieser Branche zu sagen hat, das finden wir heute hoffentlich raus und ich bin super gespannt auf ihn. Seit knapp 2,5 Jahren ist Philipp im Geschäft. Familie und Kinder haben seinen Wunsch, Escort zu werden, jahrelang verhindert. Doch mit dem Single-Dasein kam irgendwann der Zweitberuf Begleiter für Frauen. Gibt's irgendwie die typische Kundin? Also grob gesehen ist es tatsächlich so, dass das schon Frauen sind, die ein höheres Einkommen haben. Das glaube ich, ja. Ja. Dass das tatsächlich dann auch Unternehmerinnen sind, ja. Die sich darüber absolut gar keine Gedanken machen, ob du jetzt für 4 Stunden gebucht wirst oder für einen Tag. Es sind auch teilweise Personen, die im öffentlichen Leben stehen. Eieiei. Ich habe die Preise nicht so richtig wirklich im Kopf, ja. Aber das dürfte dann pro Begleitung, pro Begleitstunde 150 Euro sein. Mhm. Eine Private Time 200 Euro. Und dann geht es auch 9 Stunden, Overnight, kurzes Overnight, 24 Stunden, 48 Stunden oder gar wirklich Wochen. Ja. Ja. Und das ist dann preislich so dementsprechend gestaffelt. Also fürs ganze Wochenende knapp 2000 Euro. Ja. Okay. Das kann sich nicht jede Frau leisten. Ne? Das ist einfach so. Das ist richtig. Obwohl es tatsächlich auch Frauen gibt, die dafür sparen, ja. Mhm. Die tatsächlich dafür sparen, um sich diese Dienstleistung zu erfüllen. Ja? Was ist deren Beweggrund dann? Aus meiner Sicht gesprochen ist es zu 80% so tatsächlich, dass die Frauen liiert sind, in Partnerschaften sind und gar verheiratet sind. Ja. Wow, das ist eine große Anzahl. Wo wirklich ja, gewisse Dinge auch einfach nicht da sind, ja? Gewisse Dinge einfach nicht stimmen. Und das sind meist die kleinen Dinge. Wie häufig schläfst du dann an einem Abend nicht mit der Frau, mit der du dich triffst? 70% Begleitung und 30% Intimität. Es muss ja auch nicht der Beischlaf sein. Zuhören, Zuneigung, Geborgenheit, Liebe, Dasein. Das Sahnehäubchen letzten Endes ist dann wirklich, wenn es zustande kommt, das kommt auch nicht immer zustande. Das muss ja auch für mich stimmen. Also die entscheidende Kraft bin nach wie vor ich, auch wenn die Frau mich bezahlt. Seit Beginn seiner Tätigkeit nehmen immer mehr Frauen seine Dienstleistungen in Anspruch, sagt er mir. Im Gegensatz zu vielen weiblichen Escorts erlebe er keine Stigmatisierung. Fühlst du dich da in irgendeine Schublade gesteckt? Nee, gar nicht. Also ich fühle mich absolut gar nicht stigmatisiert. Ich habe erst gedacht, aber mir war es dann auch egal, als ich das Thema mal irgendwann angesprochen habe. Auch mit Kollegen teilweise auch darüber gesprochen habe. Was sagen die denn dann? Dass sie gar nicht so verdutzt waren oder mich wirklich in eine Schublade gesteckt haben, sondern eher so, echt? Wow, das ist ja geil. Echt? Danke. Will ich auch machen, kann ich aber nicht. Ja. Philipp erklärt mir, dass es in Deutschland nur 5 bis 6 Agenturen gibt wie seine. Er vermutet, dass im Endeffekt nur ein paar hundert männliche Escorts auf dem deutschen Markt für Frauen Dienstleistungen anbieten. Ich finde das im Vergleich zu den tausenden weiblichen Escorts und Prostituierten wenig. Jetzt nochmal ganz konkret, woran liegt diese Zurückhaltung? Was würdest du sagen?
die Zurückhaltung an sich. Ja, ich glaube, das ist auch sehr, sehr tief verankert, glaube ich. Ja, dann auch bei der Frau, dann auch nach wie vor. Dass sie es nicht für möglich halten, ne? Oder dass es auch nicht gesehen wird in der Gesellschaft, sich da an der Stelle auch einen Mann zu buchen, wie es halt im umgekehrten Fall halt ja häufiger der Fall ist. Es ist spät geworden in Essen. Ich habe viel mitgenommen, viel gelernt aus diesem Treffen über ihn, seine Branche. Am meisten überrascht hat mich, wie locker und offen Philipp über diesen Zweitjob geredet hat und dass er sich damit ja irgendwie einen Wunsch erfüllt hat. Heute sind wir auf einer Party eingeladen. Eine der größten Porno-Plattformen feiert Geburtstag und gefühlt die gesamte deutsche Amateur-Porno-Szene trifft sich in einer Event-Location, einer ehemaligen Kirche. Eine gute Gelegenheit, um für unseren Film noch mehr Meinungen einzuholen, wie die Darstellerinnen über ihre Rolle in Pornos denken und welche sexuellen Fantasien sie dabei ausleben können. Ich habe meine persönlichen sexuellen Präferenzen, diese Nische bediene ich auch. Und bei mir ist es so, das Film ist in dem Moment so der Fetisch dabei. Wir treffen auch Melina wieder. Ich glaube, die Frauen hier haben keine Mission. Sie machen wie Melina einfach ihren Job. Natürlich steht die Lust des Mannes erstmal im Vordergrund, weil wir machen das ja nicht als gemeinnützliche Organisation, sondern wir machen das aus Profitgründen, einfach um Geld damit zu verdienen. Und wer sind unsere Hauptkonsumenten? Eben Männer. In Feierlaune kommen wir irgendwie nicht so richtig. Liegt vor allem an Corona und der Musik. Und wir sind ja auch hier, um Antworten auf die Frage zu bekommen, warum Frauen in Pornos so oft als Lustobjekte dargestellt werden. Es ist immer so, diese Kritik so, ja, die Frau wird objektifiziert und man geht dann halt immer davon aus, dass Frauen das nicht wollen. Aber ich fühle mich zum Beispiel im Bett in der dominanteren Position unwohl. Die devote Frau. Diese Rolle habe ich jetzt oft gehört. Sicherlich mag es sie geben, aber warum in dieser Masse? Weil sie den Männern gefällt und einen großen Markt bedient. Das verstehe ich. Die Frauen hier wollen Geld verdienen. Aber trotzdem wünsche ich mir mehr Vielfalt. Es geht beim Sex schließlich auch um weibliche Fantasien. Für mich war es ein kurioser Abend. Hier ist auf jeden Fall eine eigene Szene. Ja. Aber alles sehr offene Menschen. Ja. So. Also reden offen über Sexualität und gehen auch einfach anders damit um als so die meisten Menschen, habe ich das Gefühl. Ich habe erfahren, in der Sextoy-Industrie herrscht nahezu Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen. Es kaufen sogar mehr Frauen ein. Überrascht hat mich, wie riesig der Markt ist und wie wichtig den Firmen eine offene Debatte ist. Dagegen steht die Escort-Branche. Das Angebot für Frauen ist hier verhältnismäßig klein, denn es gibt nur wenige Männer, die so etwas anbieten. Philipps Offenheit hat mich beeindruckt, weil er mir dadurch Einblicke in eine für mich fremde Branche gegeben hat. In der Pornoindustrie bedient jeder irgendeinen Markt. Alle wollen Geld verdienen, aber mit unterschiedlichen Ansätzen. Wir wachsen heute mit Pornografie auf und werden fast alle mit der Darstellung von Sex darin konfrontiert. Wenn Sexualität nicht mehr so ein unnötig schambehaftetes Thema wäre, wären wir aufgeklärter. Und wir Frauen könnten offener sagen, was wir mögen. Und das würde sich auch in Pornos widerspiegeln. Generell, also wird Lust tabuisiert noch? Weibliche Lust aber noch definitiv mehr als die männliche. Ja, glaube ich auch. Ja, war ein schönes Projekt. Corona-Check.